Angst haben. Ну то жаба. А ты и мой лоуре. Я еще на тебе вела. А ты и мой лоуре. Жаба? Мой малый лоуре. Малый дебюна. Видишь, какого мачка лови жабу. Guten Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Keine Sorge, ihr müsst noch 2 Tage warten, bis ich wieder back komme, bis dann wieder normale Videos kommen. Ja. Mir ist selbst schon ein bisschen langweilig geworden. Also das hier, das kommt am 22. und ich bin am 24. back. Ja, dann kommen wieder normale Videos, Streams natürlich auch, man kennt's. Und ja, ihr habt ja gesehen, bei uns hat einfach eine Katze einen Frosch gefangen. Und ich wusste gar nicht, dass es hier Frösche gibt, dude. Fuck. Dann habe ich hier noch ein bisschen Schildkröten gesucht. Da im Busch auch welche gefunden. Ich glaube, die hatten da ein bisschen Fun. 2 Dudes. Und 2 Schildkröten. Die sind halt immer noch da. Wenn man hört, vielleicht. Ja, also auf dem Handy, also jetzt in der Aufnahme hört man es nicht, aber die sind irgendwo da, schon dazwischen, aber na gut. Ist das eine Spinne? Nein. Ja, nee, zum Glück. Besser ist es. Junge, ne? Ich war heute auf Swim bei Chinese Wall of Wish, ne? Dude, das kannst du nicht ausdenken. Eigentlich, ich habe ja auch gesagt, das Licht weiter! Ich habe euch ja gesagt, eigentlich der Ort ist schon nice, aber die Spinne halt, ne? Dann, wir kommen heute wieder hin, ne? Dann, ich war so confident. Ich war so, ja, okay, vielleicht wollte ich mal eine Spinne. Ich habe mich schon getäuscht. In der Ankunft schon mit dem Auto, rechts von mir, da sitze ich ja immer, am Fenster, da war eine kleine Spider schon gewartet. Ne? Ich dachte mir schon, Junge, das kann ja nur noch besser werden. Dann, ich gehe, warte mal. Okay. Ich gehe mich sitten an einen Stein, okay? Und am fucking Stone, ich saß nicht mal 5 Sekunden und da war schon eine fucking Spinne. Ich war einfach so mad, ich bin direkt ins Wasser gejumpt. Also wirklich, literally gejumpt. Naja. Keine Ahnung, was soll ich sagen? Es gibt einfach zu viele Spinnen auf der Welt. Vor allem, wieso gibt es Spinnen, dude? Die fucken einfach nur mit ihren Cobwebs ab. Like, dein einziger Sinn ist einfach, dass sie existieren, damit man in Minecraft Cobwebs, damit es auch Cobwebs gibt. Minecraft, ja, kein, egal, scheiß drauf. Ja. Ich weiß ja eh. Ich weiß auch nicht, Mann. Ich brauche jetzt noch ein bisschen. Ansonsten, ey, das Licht, Mann, hör doch auf. Das Licht fuckt so ab. Aber generell, das, also gerade, ich hab irgendwas verkackt in der Aufnahme. Irgendwie ist es gerade ein bisschen anders, oder? Ja. Ja, okay. Auf jeden Fall, Leute. Wir sehen uns dann in 2 Tagen, ja, ihr wisst Bescheid. Ah genau, hier, Ameisenhaufen, ne? Wollt ihr das sehen? Ich kann nicht gut filmen. Ich glaube, so muss man das sehen. In den letzten Tagen hier im Ameisen richtig fleißig gearbeitet, ne? Ich war wirklich mehr als 100. Und die haben dann so Sachen transportiert. Und das ist wirklich interessant, so anzugucken. Also wenn du jetzt so mehr da draußen bist, mehr im Wald und so, ich bin ja hier fast schon mehr im Wald, dann beobachtest du auch sowas. Und das ist dann irgendwie viel spannender, zu checken, wie so manche Tiere worken, weißt du, wie ich meine? Oder jetzt zum Beispiel halt, wie Spinnen ihre Webs machen, so ihr Scheiß da, ne? Aber wirklich, Ameisen sind wirklich Ehrenmänner, dude. Die machen wirklich guten Stuff. Schau mal, die arbeiten einfach 24/7, ne? Ehrenmänner. Oh shit, jetzt kommt ein Auto. Jetzt kommt ein Auto. Auf jeden Fall, Leute. Ja, ich würde sagen, morgen kommt noch ein sehr geiles Video. Könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Also Ryan. Und see ya.
Schildkröte Poggers. Oder? Was ist? Doch. Oder? Ja, das ist eine Schildkröte. Das ist ein Meerschildkröte. Lol. Endlich.